Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Resident Evil Revelations 2. You stay by the boat, little lady. I mean it. I've got some grown-up stuff to attend to, but I'll come back for you later, okay? You can't just leave me. No, 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 no. No. It's too dangerous for you to come along. I'm not gonna be any safer here. Is there a little girl on this planet that will listen to me? All right, stay close. You're with me now. Come on. Und wir spielen als den OG Barry, der uns im ersten Teil verrät hat, ein scheiß Toast zu werden. Ja, also das Voice Acting im ersten Teil war grandios. Radio Tower. That's gotta be it. Und was mir aufgefallen ist, der ihr Armband ist. Where are your parents? I don't have any parents. And I don't know why I'm here. I just am. She got you just like she got my baby. So, nochmal. Was mir aufgefallen ist, ihr Armband ist rot. Also eigentlich müsste sie schon mutiert sein. Und wir haben eine scheiß Hard-OP-Pistole. Wie Samurai Edge. Und ich find's geil, wie Bowie. Warte, wo ist mal rennen? Immer noch rot trägt. Also im ersten Teil. Er trägt dieses rote Hemd. Hier trägt er auch dieses rote Hemd. Da ist ein Rabe. Kann ich ihn messern? Nein, okay. Wenn Recipier konnte man die umbringen dann. In der Flasche. Was auch immer man die bringt. Ah, okay. Ich kann, kann Flaschen anscheinend herstellen. So was wie Molotovs oder so. Jo, wir spielen jetzt mit Barry. Also wir fangen jetzt sozusagen da an, wo der mit Claire aufhört. Die setzt diesen Funkspruch ab und wir kommen irgendwann später an. Ich habe halt keinen blassen Schimmer. Wie viel später? Und wir haben sie getroffen. Die, wie heißt der? Evelyn oder sowas. Zieh mir deinen Armband her. Komm her. Da. Rot. Und wir haben vorher gelesen. Grün normal. Gelb ist Kaplan. Angst oder sowas. Rot blinken ist am Arsch. Und rot ist so ein Viech, die mich extrem hart nerven. You're not scared of me? No. Und natürlich liegen hier einfach ganz convenient die Kisten rum mit Sturmgewehrmunition. Watch out. Hä? Oh lol. Hab ich gar nicht gesehen. Sheesh. Oh, da kommen noch mehr von den Viechern. Jo. Mal einfach hochkommen. So what's your name, sweetie? Natalia. Ach nee, Natalia. Fuck, falsche Scheiß-Serie. Wow. What a pretty name. Evelyn war Resi 7. My name's Barry. Area? That's right, don't wear it out. I won't. Jo, erstmal das falsche Spiel. Evelyn war Resi 7. Was sind das eigentlich für, was waren das mal für Käfer? Und warum infizieren die immer Käfer?
Jo. Oh. Oh. Jo. Du stirbst mir auch. Jo. Gibt's hier irgendwas? Nein. Naja. Aber ich starte mit ganz guten Waffen. Ich glaube, ich... Oh, das war Taschenlampe. Ich spiele mit dem Gewehr und... Jo, das Haus hat viel Sinn. Mistvieh. Jo, das... Was soll der... Ist er gerade... in die Luft gelaufen? Jo. Magischer Käfer. Wo kommen denn alle her? Warum hast du so viele Käfer? Jo, er trifft mich halt auch noch. Ich nehme an, ich muss. Ich meine, er kann es alleine heben. Jo, Barry, das Biest! Oh. Kraut. Aber an die Steuerung wieder gewöhnen. Ich habe vorher ein bisschen was anderes gespielt. Ich kann die kombinieren, nicht wahr? Jo, dann kombiniere ich die. Ah, ich brauche nur mehr grüne Kräuter draus. Macht halt überhaupt keinen Sinn. Okay, Sturmgewehrmuni steckt sich auf 64. Ich nehme an. Ja, ich nehme Taschenlampe. The monsters. Monsters? Ich find's geil, wie er einfach hat richtige Armee. Kommt gleich mit Sturmgewehr. Sucht nach Öl. Na, vielleicht sucht er nicht nach Öl. Aber, ey. Kann ich mich nämlich auch Sachen finden, wenn ich drauf leuchte? Du siehst doch fresh aus. Sie sehen einfach viel mehr zombiehaft aus, als die Viecher, die ich kämpfen musste mit Claire. Das hat überhaupt keinen Sinn. Mehr. Jo, einfach Headshots geben. Must be the infected the brief mentioned. Jo, aber die sehen anders aus. Wahrscheinlich andere Virus oder so. Nicht, dass es mich kümmert. Ich kill sie trotzdem. Und ich nehme an, die Pistole wird extrem OP sein, wenn es so viel Sturmgewehrmuni gibt. Ich meine, Samurai Edge war ziemlich gut in. Ja, ja, bleib ich bitte einfach geschult. Digga, das ist Westkassenari. So. Die Armee sind da. Aufmachen. Over there, another one. Oh. How do you know? Ja, ich kann mich bewegen. See them. Ah, okay. Oh no, you don't, young lady. It's too dangerous. Why? I'm not scared. There's something ahead. Be careful. You just let me handle this one. Bitte schieß nicht. Ah ja, gleich einfach. Naja, so leise war das nicht, wenn du rumstöhnst. Oh, Pistolenmuni. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, aber das ist halt Spiellogik. Geil, sexy. Aufschließen. Das habe ich gesehen. Warte, ist er irgendwo in der Nähe? Ne, über uns. Turmembleme. Ich nehme an, die sind 1 pro Episode oder 2 pro Episode, weil sie übersehen. Ich weiß es nicht. Die sind gut versteckt zumindest. Und da gibt es was zu lesen. Ah ne, eine Karte. Ja, fast dasselbe.
There's something ahead. Be careful. Jo, den steche ich kurz ab. Mir gefällt das mit dem Stealth. Das ist cool. Zwar eigentlich nicht so mein Playstyle, aber der gefällt mir halt hart. Jo, ich nehme an, hier kann ich nicht durch. Hier liegt auch nichts. Ne, hier liegt halt auch nichts. Oh, da liegt was. Ich will ihn lautlos killen, komm her. Ich kann nicht aufstehen, das ist so besser. Aber er hält mehr aus als Claire. Oder die sind extrem schwach. Ich bin nur dumm auf die falsche Taste gedrückt. Auf was deckt sich die Pistole, Moni? 45. Okay. Nein, ich beiß dir nicht. Er lässt mich nicht backstabben. Also backstabben. Oh, jetzt. Ich hasse das Spiel. So. Jo, lass mal den töten. Wissen die Zombies taub? Weil das hört man halt hart, wenn ich jemanden absteche. Da liegt was. Ja, Pisspunkte. Das waren 100. Ich könnte den Pisspunkte Counter machen. Jo, ach, da hoch. Nicht? Doch, da hoch. Hä? Oh. Ich kann Sachen tragen mit ihm. Okay. Ach, dass ich nicht hochspringen könnte, dich festhalten. Ja, sie springt ja doch auch hoch. Alter Sack. So. Schlüssel. Schaltzentrale. Ach, jetzt komme ich in die Schaltzentrale. Jo. There's a hole here. Jo, da gehst du durch. Was mache ich damit? There's something ahead. Be careful. Kann ich damit töten? Oh, es one-hit ihn einfach. Macht Sinn. Ziegelstein. Schießpulver. Was mache ich damit?
Oh, muss ich mit ihr aufmachen, oder? Jo, riesen Ziegelstein. Ja. Natalia. Okay, all clear. Übergeben. You're braver than me. Kombinieren. Übergeben. Cool. Jeep halt nicht weiterkommen. Perfekt. Du kommst her und bückst dich. Oh, wir sind hier. Okay. Muss ich jetzt oben rumgehen oder muss ich unten rumgehen? Man kann doch auch irgendwie von hier aus in den Scheiß. Das müsste die Schaltzentrale sein, wenn ich richtig liege. Ist das ein Kontrollraum? Ja, okay. Ich muss von der anderen Seite dahin. So. Ja, stirb einfach. So. Ach, ich muss außen rumlaufen, wow. Ich hab ganz vergessen, dass die Dinger an waren. Gut gemacht. Okay, mit wenn ich X halte, kann ich auf einer schnellen Leiter runtergehen und hochgehen. Was ich machen sollte, wenn die Gegner auch Leiter benutzen können. So. There's something ahead. Be careful. Oh, habe ich keinen Stein mehr. Wir sind Stein. Careful! There's something on the floor. Ja, ich weiß. Versuch's drauf zu machen. There's something ahead. Be careful. Oh. Hast du den Stein jetzt weggesprengt oder ist der Stein kaputt gegangen? Jo, okay. Den krieg ich nicht mehr wieder. Ich hab kein Aim. Okay. Kann ich einfach hingehen? Dafür waste ich auch eine Kugel. There's oh, something ahead. Ich bin Be hier. Careful. So. Ich nehme an, es sind dieselben, Ah, da steht's nochmal. Rot blinken und rot Rotation. Also, sie schon mutiert. Ja, juckt sie halt nicht. Sie mutiert, wenn sie will. Tag läuft.
There's something ahead. Be careful. Okay, ich nehme an, er sieht sie nicht. Wie trifft er mich? Okay, er trifft mich. Macht überhaupt keinen Sinn, dass er mich getroffen hat. Gib mir nochmal so einen Stein. So. Ja, das ist normal, das ist. So. Aber ob er die Tür immer so langsam aufmacht, damit ich mit ihr die Tür einfach auftreten kann. Du lebst. Some way to stop it. Ah, ich muss den Strom wieder ausmachen. Aber das ist doch dumm, wenn ich den Strom wieder ausmache. Naja, egal. Easy. Okay, ich hab an, da muss ich rein. Vielleicht mit dem kleinen Mädchen von außen. Ihren Namen wieder vergessen. Natalia. Du machst es schon irgendwie. Ja, da. Wo ich dachte, wo, okay. Ey, da ist was zum Aufheben. Nope. Wo war's? Noch mehr Purpose-Punkte, 200. Purpose-Punkte. You did great. So schlau war, weiß ich aber nicht. Ah, das Feuer gehört ja nicht dazu. Schon. Hier sind die Mutierten, die wir kennen. What do we do? We could probably get out this way if the path was clear. So. Need your help. Für kleine Hände. Ah, okay, jetzt ist genau dasselbe. Jo, ein Teil.
Meldebox auflösen. Bericht über Fluchtversuch. Habe Testperson J0 oder JO, ich weiß nicht, ob eine 0. 3-8 erschossen, als er zu fliehen versuchte. Seine Leiche wurde ordnungsgemäß entsorgt. Die Benutzung von Zelle Nummer 1, gleich neben dem Eingang des ersten Stocks, ist strikt untersagt, bis die Wand dort operiert wurde. Ah, auf die Wand eingerissen. Easter. Ich öffne einfach alles. Kein Plan, was ich gemacht habe, aber es klang nicht gut. So. Was habe ich überhaupt bekommen? Ach, Schaden. Ja, dann boost ich meine Feuerkraft 100, 500, 700 ist da. Ja, dann boost ich die Pistole. Also wenn ich vom Sturmgewehr weg muss, dann nehme ich die Pistole und zerstöre damit. Sturmgewehr ist ein 4 ist Vorschutz, das ist geht voll klar. Hier. Natürlich trifft er mich. Langsam wird's dämlich. Mein Ausweichskill ist over 9000, wie ihr sehen könnt. Warum auch immer mit Barry die Zombies einfach anders aussehen. Da hat niemals eine Kugel gereicht. Okay, da reicht eine Kugel, gut zu wissen. Ich renne hier mit rum. Tschüss. Ja, okay, der lebt noch. Nee. Herr, ob das Damage abge. Ah, da kommt Blut raus, das ist wie im ersten Teil, okay. Was habe ich jetzt gemacht? Oh ja, die Zelle wurde durch die Wand zerstört. Wo war das hier? Hier die Zelle oder oben? Ah, oben die Gittertür. Naja, es sind zwei Gittertüren. Ah, hier. Oh ja, kann ich auch durch oder was? Nee, ich muss jetzt hier durch. Wo ist jetzt ein Stein her? Jo, runter damit, ja. Das klingt halt jetzt überhaupt nicht safe aus. Quick Turn. Ah, das ist cool. Damit drehe ich jetzt dieses scheiß Feuer. Raus. Und dann sage ich auch gleich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und bis zur nächsten Folge auf meinem Channel. Bye.